Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Quest to Master. So ist eigentlich der Serienname. Ich bin immer noch ein bisschen weit hier rechts. Das wird sich auch alles noch ein bisschen ändern, nämlich mit der Kamera. Wobei ihr da hoffentlich nicht viel von mitbekommt. Dann ist das für mich hoffentlich ein bisschen angenehmer. So. Das ganze Jahr zu einem Termin, wo eigentlich die Livestream... Nee, stimmt nicht. Morgen soll eigentlich die Livestream-Aufzeichnung kommen. Leider konnte ich gestern mal einen Livestream nicht machen. Den Grund dafür werde ich, glaube ich, in der 2 gegen 2 Folge nochmal etwas näher erläutern. Kurzfassung war die deutsche Bürokratie. Im Detail die Versicherungsbürokratie. Aber das jetzt auch nochmal in der Folge zu verpacken, ist, glaube ich, ein bisschen viel des Guten. Dafür, wie gesagt, gibt es den Livestream-Ersatz am Freitag um 17 Uhr. Also morgen um 17 Uhr, denn diese Folge sollte eigentlich heute am Donnerstag kommen. Früher kann sie nicht kommen, denn heute ist schon Donnerstag hier zum Aufnahmezeitpunkt. Und genau, dann werden wir mal schauen, wie das so weitergeht. Zack. Und Echse. Gegner ist Terraner. So, mal gucken, wie das so wird. Jetzt auch schon wieder ein paar Tage nicht StarCraft gespielt, weil ich eben andere Dinge zu tun habe. Aber so ist das manchmal. Wir haben einen WBF-Scout, das ist ungewöhnlich und macht mir ein bisschen Angst für meine Overlords. Oh shit, ich habe den Pool nicht gebaut. Eher suboptimal. Aber gut, so ist das manchmal. Wollen wir mal gucken. Er kann natürlich theoretisch einen Bunker da bauen. Aber die Chance, dass er einfach nur Marines gleich meine Overlords jagt, ist nicht so gering. Trotzdem checken wir das hier mal einmal kurz ab. Sicher ist sicher und die Drohne kann eben in der Natural weiter meinen. Ist dann nur, falls doch ein Reaper kommt, ein bisschen nervig. Aber besser als wenn wir hier den Bunker gegen uns haben. Meint ihr, schafft das hier noch rüber? Zu riskant gerade. So. Ziemlich spät hier mein Bingsi Bumsi. Ah, kommt doch ein Reaper. Okay. Das ist doch interessant. Und ich sollte mal Gas nutzen hier. Also ich bin nicht warm gespielt. Das merkt man leider sehr, sehr deutlich. Aber das war einmal zu viel. Ich hatte ja schon ein paar Linge. So. Ist ein bisschen ärgerlich, dass wir dieses eine Mal zu viel haben. Ich merke gerade, ich muss leider mal die Kamera ausmachen. Meine Nase da was gegen hat, dass ich mit Kamera aufnehme. Warum habe ich so viele Dinge? Naja, vielleicht beeinflusst das mein Gegner so, dass er defensiver agiert. So. Einmal injecten bitte. Wollen wir natürlich eigentlich jetzt die dritte nehmen. Dafür müssen wir den hier mal eben vertreiben. Hallo, warum tötet ihr den nicht? Macht doch wenigstens das mal. So, das war nicht das Entscheidende. Und. Mist. Und zwei davon. Jetzt haben wir Linkspeed. Noch keine Aliens hier gesehen. Da ist noch mal der Reaper. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay. Deep Spread. Du musst übrigens gleich dringend einmal dafür sorgen, dass wir hier auch Deep Spread haben. So, dann mach doch Vespingas hier. Bitte.
Zack, einmal dahin bitte. Ach, jetzt trinkt mal hier das 1er Defense. Das nicht so viel später ist als das 1er Attack. Aber wir haben nicht genug Gas! So. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal ein paar mehr Einheiten. Die Chance, dass jetzt gleich ein Push kommt, ist zu hoch. Oh, wir haben echt so wenig Gas. Wenn jetzt Max spielt, habe ich eigentlich schon ein Problem, wenn ich so spät am Scouten bin. Am Scouten dran, beste Zeitform ever. So, jetzt müssen wir einmal wieder hier hin. Was haben wir denn hier so? Das sieht auf jeden Fall schon mal nach einer Clockbenchy aus. Nein, wie soll das hier laut? Einmal das. Das ist eine dritte. Und ein Battlecruiser Rush. Optimal. Suboptimal. Hallo, Einheiten! Nein, hier rum, habe ich gesagt. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Wo sind denn meine gespawnten Einheiten, bitte? Mein Base werden wir verlieren, das ist dann so. Aber ganz so schlimm ist das gar nicht. Wann ist denn dieses Ding mal fertig? Hallo, Spire! Wird doch mal fertig jetzt. Bitte. Jetzt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nee, bitte ihr nur. So, ich hätte ein paar mehr Queens nachbauen sollen. Ich glaube, das wäre ganz gut gewesen. Wo ist denn Queenspawn? Raptorchen! Könnt ihr vielleicht mal in den Fight eingreifen? Wäre ja ganz dufte von euch. So. Frage ist, ob wir hier tatsächlich all in wollen. Auf jeden Fall sollten wir gucken, dass er seine dritte hier nicht durchkriegt, vernünftig. Was machst du denn hier zum Beispiel? Das verstehe ich nicht so ganz. Wir brauchen mehr Overlords. Oh, er hat mal einen Follow-up gespielt. Unsere Streitkräfte werden an Mutation abgeschlossen. Wir brauchen mehr Overlords. So, das war schon mal gut. Warum steht ihr hier so dumm rum? Warum ist hier eine Full Wall? So, habe ich jetzt eigentlich mal Banings wieder angefangen? Nein, das ist nicht der Fall. Das ist eher suboptimal. So, du solltest einen Hive-Tick bauen. Ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt nicht
den allerschlechtesten Stand haben. Was ein bisschen blöd ist, dass wir keinen Banning Speed haben. Das ist definitiv der Fall. Wir haben aber den Starport gecrashed. Was schon mal ganz gut ist. Und unsere Eco ist immerhin zufriedenstellend. Sie ist jetzt nicht optimal. Aber immerhin zufriedenstellend. Und seine Battlecruiser funktionieren ja jetzt nicht mehr. Wir müssten nur irgendwie auf Bailing Speed kommen. Das wäre sehr stark. Dann kommen Hellrats. Jetzt checken, ob das vielleicht funktioniert. Ich vermute mal nicht, aber wir können ihn zumindest mal ein bisschen ablenken. Allein das schon. Und er hat gestimmt. Er hat keine Medivacs, weil sein Starport tot ist. Wir haben nichts verloren, also allein das war es schon wert. So, eine Runde Drohnen gibt es hier noch. So, Greater Spire. Er kommt. Vending Speed ist durch. Das ist doch schon mal was. Trotzdem noch ein bisschen wenig Larven hier. Das war genau dieses Larvenproblem, was wir hatten. Aber ich denke, mit Reinforcements sollte das machbar sein. Hallo! Bauen bitte! So. Ich hoffe, es waren nicht zu viele. Aber wir bräuchten jetzt schon noch ein paar neue Corruptorchen. Falls wieder ein neuer Battlecruiser kommt. Aber eigentlich... weiß ich nicht. Könnte theoretisch sein. Oh, wir haben hier das Ding nicht auf den Larven. Deshalb hatten wir so wenig Larven. So. Okay. Ja, ist okay. Bitte das ruhig. Das wird dir hier nicht das bringen, was du davon dir erhoffst. So. Ja, das Inkommen sollte jetzt gleich wieder in die Höhe schießen, wenn die hier steht. Mal kurz abchecken, was hier so der Fall ist. Sind hier überhaupt Tanks? Ja, einer. Einer. Einmal auf die bitte. So, Offensive GG. Denn wer so eine Scheiße spielt, hat das nicht anders verdient. Sehr schön. Haben wir doch uns gut rausgewieselt. Anders kann man es leider nicht nennen. Weil wir doch zwischendurch hart verkackt haben. Also gerade dadurch, dass ich dann die neue dritte Base... beziehungsweise war dann hier die vierte nicht auf den Hotkeys hat und dadurch so wenig Larven. Sonst hätten wir den Push da easy unter Kontrolle gehabt und hätten gar nicht mal die Base verloren. Das war ein bisschen ärgerlich, dass ich da ein bisschen gefailt habe, aber das passiert ganz schnell in solchen Situationen, in denen unvorhergesehene Sachen passieren.
Unvorhergesehen ist jetzt vielleicht aber nicht für euch, dass die Folge jetzt zu Ende ist. Meine Güte, war das eine schlechte Überleitung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde die Endcard nicht. Da ist sie. Hier oben rechts könnt ihr auf diese Folge klicken. Unten rechts ein Aspekt von mir. Und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.